Und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Das Thema ist seit Donnerstag allen bekannt, nämlich die Vorstellung von Pavel Dotschew als Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue. Heute, genau in 5 Wochen, startet Pavel mit unserer Mannschaft in Ingolstadt in die Fortsetzung der Hinrunde. Ja, bei uns ist Sportgeschäftsführer Matze Heidrich, Pavel dann natürlich auch auf dem Podium. Herzlich willkommen. Und wir starten mit einer Nachricht, die nicht ganz so gut ist, die uns gerade ereilt hat, Matze. Ja, ein herzliches Glück auf in die Runde. Ja, leider müssen wir unsere Trainingslagerreise nach Frankfurt absagen, weil uns vor Ort sämtliche Trainingsbedingungen um die Ohren geflogen sind und mit sehr, sehr viel Schneefall dann auch im Frankfurter Raum und Eis und Glätte es nicht möglich machen, dann vor Ort auch stabile Trainings- und Spielbedingungen zu garantieren. Deswegen haben wir uns entschlossen, dann nicht zu fahren, hier zu bleiben, Spiele am Mittwoch bzw. Freitag oder Samstag dann hier zu Hause zu organisieren und den Ablauf ein Stück weit zu verändern. Inhalte werden die gleichen bleiben, aber natürlich die Reise wird dann morgen nicht angetreten und wir sind dann hier weiterhin vor Ort. Tja, damit kommen wir zu dem Thema, nämlich Pavel seit Donnerstag, unser Cheftrainer. Ja, lassen Sie mich aus meiner Sicht ein paar Worte zur Trainerfindung dann auch sagen, weil er natürlich nicht eine Sache war, die innerhalb von ein paar Tagen dann aus meiner Sicht oder unserer Sicht über die Bühne ging, sondern natürlich mit dem Amtsantritt von mir und der Interimslösung Carsten Müller klar war, dass wir ein Stück weit auch dann Zeit haben, weil wir uns mit Carsten ja auf den Weg begeben haben bis zum Ende der Punktspiele beziehungsweise inklusive Pokalspiel dann auch der Pflichtspiele gemeinsam zusammenzuarbeiten, dort die Chance dann für mich natürlich auch war, den Verein neu kennenzulernen, dann auch mit den neuen Vorständen und Aufsichtsräten neu kennenzulernen und dann auf dem Weg dort die gemeinschaftliche Entscheidung getroffen wurde, Pavel bei uns dazuzunehmen. Ich glaube, dass es, wenn es darum geht, den Verein zu kennen, die Region zu kennen und auch das, was hier ein Stück weit auch erwartet wird, ist halt Pavel jemand, der da optimal reinpasst, der dann auch eine Beziehung zum Verein hat. Und wir freuen uns, dass wir den Weg ab heute dann gemeinsam gehen können. Wir hatten ja dann ab Donnerstag schon begonnen, haben aber mit dem Jörg Emmerich jetzt in der Verantwortung die letzten 4 Tage begleitet, mit dem Werner Schaupern, Oli Gorgiev und Tommy Pieplitzer. Und möchte aber an der Stelle nicht verpassen, dann mich nochmal auch an der Stelle, ich habe es mit ihm persönlich beziehungsweise auch bei der NRZ-Weihnachtsfeier auch schon gemacht, mich beim Carsten auf dem Weg oder an dem Podium auch nochmal zu bedanken. Er hat uns in einer schwierigen Phase begleitet, die Sache verantwortet und uns wieder ein ruhiges Fahrwasser geführt. Dafür an der Stelle nochmal, Carsten, vielen Dank. Ich glaube, dass das wichtig war, dem Verein dort zu helfen. Das hat er getan, ist jetzt wieder in der Verantwortung im NRZ und geht dort die Themen mit der gewohnten Akribie und Nachhaltigkeit an. Ja, vielen Dank, Matthias Heidrich, unser Sportgeschäftsführer. Pavel, das Erzgebirge begrüßt dich mit viel, viel Schnee zurück. Auch von meiner Seite herzliches Glück auf. Ja, also ich bin sehr, sehr glücklich, jetzt wieder hier zu sein. Und ich habe natürlich einen Zeitraum gehabt, wo ich auch alles so unbeteiligt beobachten könnten von der Ferne, ob das jetzt Live-Spiele waren oder auch im Fernsehen. Und das war für mich keine leichte Situation zu sehen, wie ich sag's mal, ich erlaube mir das zu sagen, wie mein Verein so mit Pauken und Trompeten so runtergeht. Und es hat so wehgetan, was jetzt letzte Zeit passiert ist. Und natürlich, der Kontakt war immer da und ich habe immer wieder das verfolgt, was in Aue passiert ist. Und jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, wieder hier zu sein und auch versuchen, auch mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung, auch dem Verein zu helfen. Und deswegen habe ich auch nach den guten Gesprächen, die wir geführt haben mit dem Vorstand, mit Matthias Heidrich, habe ich nicht viel gebraucht, um zuzusagen. Und jetzt bin ich aktiv, jetzt kann ich aktiv helfen und nicht von der Ferne, so wie bis jetzt der Fall war, alles so beobachten. Und freue ich mich auf diese Zusammenarbeit hier, auch mit Matthias, mit dem neuen Vorstand. Und vor allen Dingen, eins ist mir klar, letzte Zeit ist auch viel gesagt worden. Ich denke, das will keiner mehr hören hier. Die Fans, glaube ich, ganze Region möchte jetzt Tatsachen sehen,
auch auf dem Platz und nicht hier auf der Bühne sitzen und erzählen DNA und weiß was ich was. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln, wir müssen jetzt wirklich diese Rückrunde, das was die Hinrunde nicht der Fall war, besser zu machen, wenn man jetzt nach 17 Spieltagen auf diesem Tabellenplatz steht. Das kommt nicht von ungefähr, das ist eigentlich die Realität. Und wir haben sehr viel zu tun momentan. Das ist mir auch bewusst, das ist eine Herausforderung für uns alle. Und ich kenne die Liga sehr gut und weiß, was auf uns zukommt. Wir haben jetzt nur Endspiele. Wir haben keinen Fehler, wir dürfen keinen Fehler mehr machen, weil wir nicht mehr das korrigieren können. Von daher, uns erwartet viel Arbeit und ich freue mich auf diese Herausforderung und ich glaube an uns und deswegen bin ich auch hier. Dankeschön. Vielen Dank, Pavel. Und damit ist die Zeit für die Fragen der Presse. Wenn es die gibt, ganz kurzes Handzeichen. Dann schalten wir das Mikrofon zu. Wir starten mit Thomas Scholze von der Freien Presse. Ja, guten Tag erstmal zurück im Erzgebirge. 10 Spieler, die waren ja schon letzte unter ihren Fittichen. Was haben die gesagt, als sie die gesehen haben? Wieder in der Kabine, der schon wieder oder haben die sich gefreut? Ich glaube, dass die Jungs sich auf jeden Fall gefreut haben. Also ich habe schon Dima Nazarov seit 2006, glaube ich, schon. Er begleitet mich. Also mit Majacek natürlich, mit Martin Menel haben wir so viele Sachen und auch mit Philipp Riese zusammen erlebt. Also von daher, ich glaube, dass die Leute sich eher gefreut haben als das andersrum. Und die restlichen Spieler, natürlich muss ich jetzt die Zeit nutzen, um besser sie kennenzulernen und auch mir ein Bild zu machen von den Jungs. Aber generell denke ich, dass die Mannschaft schon charakterlich top in Ordnung ist. Und wie gesagt, wir müssen jetzt nur als eine Einheit wachsen und auch das auch vielleicht ein zusätzlicher Trumpf für uns sein, für die Rückrunde. Mach gleich weiter, ja, wenn es recht ist. Gern. Okay, wenn Sie die Situation vergleichen mit letzten Jahr, wo Sie dann im Herbst hier angefangen haben, als Sportdirektor, später Trainer, was ist jetzt ähnlich und was ist jetzt anders? Also Abstiegskampf war es hier wieder oder ist es? Ja, die Situation ist ja erstmal ein bisschen anders. Zu einem, weil auch der Zeitpunkt ist ja ein bisschen früher. Das heißt, ich habe jetzt, letztes Jahr habe ich Februar irgendwann angefangen. Jetzt ist ja die Wintervorbereitung. Das heißt, ich kann schon bestimmte Sachen schon erstmal in Einfluss nehmen. Der Unterschied ist ja so, dass ich jetzt nur Trainer bin und dass ich auch einen Mann auf meiner Seite habe. Matthias Heidrich meine ich damit, der auch voll mich unterstützen würde, so wie der Vorstand. Und das ist auch für mich der Unterschied. Und ich freue mich auf diese Herausforderung, sage ich nochmal. Es gibt natürlich ein bisschen Parallelen vom letzten Jahr, aber für mich ist auch eine Erfahrung mehr, dass ich auch, was ich letztes Jahr erlebt habe und jetzt, was ich auch zu tun habe. Das hilft mir schon einige, auf jeden Fall sehr, dass ich auch jetzt weiß, was zu tun ist. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor, glaube ich, Rekordtrainer in der dritten Liga. Ich weiß, was die Liga auch verlangt. Und das ist auch jetzt für mich eine gute Chance, auch dem Verein zu helfen. Gibt es weitere Fragen? Dann Michael Thiele für die Morgenpost in Tag 24. Ja, Frage an Matthias Heidrich. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen in die Entscheidungsfindung, dann auch in den Gremien. Wieso hat man sich dazu entschieden, dann doch nochmal eine Veränderung an der Seitenlinie herbeizuführen und ist jetzt nicht zu dem Schluss gekommen, dass man jetzt aus der Interimslösung Kostenmüller jetzt eine Lösung bis zum Saisonende macht? Ja, am Ende müssen ja ein paar Willen zusammenkommen, um dann sich auf den Weg zu begeben. Und ich glaube, dass Carsten auch, und das hat er in den Gesprächen auch immer wieder betont, jemand ist, der sehr, sehr an seiner Aufgabe im NLZ auch hängt. Und Carsten dort immer auch in Bereitschaft gezeigt hat, sich dann auch den Schritt wieder zurückzumachen und den Weg für einen möglichen neuen Impuls, den die Mannschaft brauchen kann, dann auch frei zu machen. Und klar hat man verschiedene Abwägungskriterien. Und ein Punkt habe ich gerade beschrieben. Und in der Abstimmung mit den Gremien, mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsrat, was ich als sehr zielführend und sehr lösungsorientiert empfunden habe, sind wir dann zu der gemeinschaftlichen Entscheidung gekommen, den Weg mit Pavel gehen zu wollen.
Thomas Scholze. Ja, grundsätzlich erstmal die Frage, der Pavel stand ja noch unter Vertrag im Verein. Ist da jetzt ein neuer Vertrag geschlossen worden? Ist der, bis wann läuft der oder steigt er einfach wieder in seinen Vertrag ein? Wie sind da die Regularien? Ich würde an der Stelle gerne das Thema nicht öffentlich diskutieren wollen. Ich glaube, da gehört jetzt keine Laufzeit, keine Inhalte dann hier in der großen Runde besprochen. Michael Thiele. Dann würde ich trotzdem gerne nochmal nachhaken wollen. Man hätte sich ja sonst im Januar vom Arbeitsgericht wieder getroffen. Jetzt möchte man sich zusammenraufen, zusammen den Klassenerhalt schaffen. Klingt erstmal auch für viele, sagen wir so Außenstehende, etwas paradox. Vielleicht können Sie trotzdem nochmal darauf eingehen. Ja, es ging ja vor allen Dingen auch darum, mit Pavel im Gespräch die Situation aufzuarbeiten und einfach mal Grundlagen zu erfahren, was dazu geführt hat, dass man sich halt möglicherweise dort vor Gericht wieder sieht. Ich glaube, das war aus beiden Richtungen notwendig. Zum einen für die handelnden Personen, die jetzt neu im Vorstand im Aufsichtsrat sind, aber auch für mich und auch wahrscheinlich auch für Pavel, um einfach die Situation, die sich dann damals dargestellt hat, mit der jetzigen und dem möglichen Arbeitsumfeld zu vergleichen. Und ich glaube, dass da beide Parteien gemerkt haben, dass das, was gerade an handelnden Personen auch da ist und wie miteinander gearbeitet wird, eine Basis da ist, um hier einen Weg gemeinsam zu gehen. Und dass das die Grundlage ist, um positiv gemeinsam jetzt diese Aufgabe, die vor uns liegt, diese Spiele gemeinsam anzugehen und die Klasse zu halten. Aber die Aufarbeitung von dem, was geschehen ist, war Teil der Lösung, um jetzt hier oben zu sitzen. Thomas Scholz, bitte. Würde ich an den Trainer mal konkret nochmal nachfragen. Das heißt, wenn der alte Vorstand jetzt hier noch im Amt wäre, wären Sie heute nicht hier. Ja, das kann man so sagen. Ich will nur was dazu sagen. Das ist jetzt unseriös, jetzt über diese Sachen zu reden und dass man jetzt davon ausgeht, dass ich hierher gekommen bin, weil ich einen laufenden Vertrag habe. Wir müssen eins wissen, es geht um den Verein. Es geht um viele wichtige Sachen als ich, als Person oder mein Vertrag. Das ist eigentlich momentan irrelevant. Letztendlich geht es um den Verein, nicht um mich. Und das, wenn man die Hintergründe kennt, würde man das absolut nicht verstehen können. Und ich habe nichts irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung war. Und ich will aber auch was anderes sagen. Jetzt wird sowas hochgehandelt, aber 2017, als ich von einem Jahr Gehalt von zweiter Liga verzichtet habe, hat keiner mich gefragt, warum ich das mache. Das hat jeder vergessen wahrscheinlich. Aber ich will das nochmal in Erinnerung abrufen. Es ist für mich alleine nur Prinzipsache. Und ich möchte da gar nicht, ich habe gegen den Verein nie was gehabt. Das ist mein Verein, deswegen sitze ich hier. Und dann möchte ich das Thema damit beenden. Thomas Scholze. Okay, also die Frage finde ich durchaus seriös, weil das alle sich fragen, weil sie müssen sie ja nicht aus finanziellen Gründen machen, sondern dann wirklich aus Liebe zum Verein. Ja, Geld hätten sie ja auch so bekommen. Ich habe Ihnen gerade, glaube ich, den richtigen Antwort gegeben. Ja, also mehr kann ich nicht dazu sagen. Also ich bin hier, weil ich auch überzeugt bin, dass ich das Richtige mache. Und ich bin nicht hierher gekommen, weil ich laufenden Vertrag habe. Andere Frage. Sie haben gesagt, dass Sie den Verein in Ihrer Pause, sage ich mal, beobachtet haben. Hat Sie das überrascht, dass es so schlecht läuft in der dritten Liga? Und wie sehen Sie die Ausgangslage jetzt mit dem aktuellen Kader? Ist da die Chance da, das Ziel zu erreichen, Klassenerhalt, oder muss da noch was gemacht werden? Natürlich glaube ich daran. Natürlich glaube ich daran, dass wir das zusammen schaffen können. Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube an die Mannschaft und ich glaube an uns, dass wenn wir zusammen eng zusammenrücken, dass wir das schaffen können. Sonst würde ich das nicht machen. Und die Ursachen für diese, oder wie ich diese Hinrunde sehe, natürlich hat mich das überrascht. Natürlich hat mich überrascht, aber Fußball ist manchmal so wie eine Spirale, die dich nach unten drückt. Und das ist jetzt der Fall bei uns und das müssen wir abfangen. Und ich habe Ihnen gesagt, es ist viel gesagt worden. Ich habe das auch immer gelesen, was hier, es ist immer so große Sprüche, man hat immer gekloppt. Aber jetzt geht's letztendlich um Arbeiten, 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 arbeiten. Und das, was bei uns auf dem Rücken steht, Kumpelverein, das müssen wir vorleben. Und diese Sachen, um diese Werten geht es. Jetzt, die Leute, ich weiß, die Fans, ich weiß, die sind alle enttäuscht. Auch zu Recht.
unsere Fans haben so viel darunter gelitten bis jetzt, was passiert ist. Und irgendwann muss das jetzt abgefangen, dieser Trend. Und das müssen wir jetzt die Rückrunde machen. Das wird nicht einfach, ich weiß ganz genau, aber ich glaube an diese Sachen. Muss ich doch nochmal nachfragen, weil die Frage haben Sie noch nicht so richtig beantwortet. Wenn Sie den aktuellen Kader sehen, glauben Sie, dass das möglich ist, damit die Klasse zu halten? Oder müssen hier noch Verstärkungen her, muss da noch was gemacht werden? Ich habe Ihnen gesagt, ich glaube daran. Wenn ich das sage, dann heißt das, ich glaube auch an unser Kader und Qualität der Mannschaft. Wir werden gucken, wo wir uns punktuell noch verstärken können. Aber wir werden jetzt nicht irgendwie so jetzt Aktionismus starten und den Kader aufführen. Wir werden nur dann was machen, wenn wir überzeugt sind, dass das uns weiter sportlich bringt. Also wir sind aktiv, wir gucken, aber wir müssen nicht. Michael Thiele. Stichwort Verstärkung. Ist denn schon geklärt, wer mit ins Trainerteam nachrückt, aufrückt, nachdem er jetzt Philipp Riese an seinem Comeback für die dritte Liga arbeitet? Wir haben ja mit Jörg Emmerich zumindest mal in den 4 Tagen eine Übergangslösung gehabt. Da sind wir mit Pavel auch in Gesprächen, wie wir das zukünftig so gestalten, dass er regelmäßig dabei bleibt. Inwieweit man dann noch Ergänzungen rund ums Trainerteam vornehmen, wird die nächsten Tage und Wochen dann zeigen. Das werden wir mit Pavel besprechen. Also Jörg Emmerich hat gestern auf diese Frage hin jetzt nicht so den Eindruck gemacht, dass es jetzt erstmal so im Also sagen wir so, jetzt so die Perspektive für ihn ist. Also macht er den Eindruck, dass er sich voll auf seine U19 konzentrieren will? Ja, es wird keine Lösung geben, dass Jörg komplett dazugeht. Ist auch mit Carsten Müller so besprochen, dass die U19 auch ihre Wertigkeit behält und ihren Trainer auch in einer schwierigen tabellarischen Situation aktuell. Aber Jörg jemand sein könnte, den wir gut im Trainerteam gebrauchen können mit seiner Ansprache, mit der Erfahrung. Und dort sind wir mit Pavel in Gesprächen, haben heute Morgen auch mit Jörg nochmal drüber gesprochen. Wie wir das dann ausgestalten, das wird sich dann auch in den nächsten Tagen dann zeigen. Dann Florian Weichert, können wir das Mikro bitte mal etwas nach hinten reichen? Danke. Pavel, du konntest die dritte Liga beobachten, ein halbes Jahr lang, warst nicht aktiv. Hat sich die Liga in irgendeiner Weise verändert? Hat sich der Fußball verändert, wenn man so ein bisschen draufschaut? Mag das ja durchaus möglich sein. Bei der Fußball-WM erleben wir auch, dass Ballbesitzfußball heutzutage nicht mehr erfolgreich ist. In der dritten Liga sind andere Tugenden gefragt. Aber grundsätzlich mal die Frage, hat sich der Fußball in der dritten Liga geändert aus deiner Sicht? Definitiv. Weil für mich ist die, und ich glaube, das ist auch ein Denkfehler hier bei uns gewesen, die dritte Liga wird vom Jahr zu Jahr immer stärker. Und das ist für mich so wie Mini-zweite Liga. Und das ist genau das, was ich auch meine. Man hat ein bisschen die Liga unterschätzt und selber sich vielleicht überschätzt. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, warum wir jetzt in so einer Situation sind. Das erlaube ich mir, das so zu sagen, weil ich das auch so denke. Ich muss nicht immer recht haben, aber das ist auch meine so Einschätzung. Und die Liga 3 ist sehr ausgeglichen. Jeder kann jeder schlagen. Das heißt, da gibt es nicht so wie in Regionalliga 3, 4 Spitzenmannschaften und der Rest eigentlich spielt um Klassenerhalt. Also viele Spieler in der Liga sind, die schon auch Bundesliga-Erfahrung haben. Also es ist für mich schon sehr, sehr starke Liga und ausgeglichene Liga. Und du musst einfach Woche für Woche Top-Leistung abrufen bei. Und vor allen Dingen, du hast 20 Mannschaften, du hast auch mehr Spiele sogar als in der zweiten Liga. Und du hast aber gleiche Aufwand, gleiche Kosten und du hast wenig Geld dafür als die zweite Liga. Es ist schon eine sehr undankbare Liga. Und für mich ist ja viel, viel einfacher, ich sage das jetzt so, aber habe ich so gedacht, dass in der Liga 2 zu bleiben, als in der dritten Liga, sage ich mal so, aufzusteigen. Und deswegen finde ich schade, dass wir letztes Jahr das nicht begriffen haben und dass wir nicht geschafft haben, in der Liga 2 zu bleiben. Und jetzt wird für uns natürlich sehr, sehr schwer, jetzt erstmal Klassenerhalt zu schaffen und wieder hochzugehen. Das ist wirklich verdammt schwere Sache, weil viele Mannschaften wollen von der Liga 3 hoch, alleine wegen dieser finanziellen Reiz.
Gibt es, wenn ich da nochmal nachfragen darf, ein Beispiel dafür, weil du sagst, sie ist stärker geworden? Kann man das anhand der Spieler, die viel Bundesliga-Erfahrung schon haben, festmachen? Oder gibt es da noch andere Kriterien, woran du sagst, da sieht man, dass die Liga stärker geworden ist? Meinetwegen Ausdauerleistung, keine Ahnung, was da alles so. Man sieht schon bei Pokalspielen, dass auch selber Bundesligisten und Zweitligisten gegen Drittligisten, erstmal optisch ist ja kaum Unterschied zu erkennen. Manchmal sind vielleicht, das ist manchmal die individuelle Klasse von Bundesligisten, wo der Unterschied ausmacht. Aber im Grunde genommen, wenn man Pokalspiele guckt, ist gar kein Unterschied. Das ist für mich ein gutes Beispiel. Wir trainieren auch in der gleichen Bedingung, Top-Bedingungen. Es ist alles fast auf Augenhöhe. Mhm. Danke. Dann fragen wir nochmal in die Runde. Florian Weichert's Fragen sind alle beantwortet. Soweit gibt es noch Fragen? Die gibt es nicht. Dann sagen wir für heute vielen Dank fürs Kommen zur Pressekonferenz und verabschieden uns aus dem Erzgebirgsstadion mit einem herzlichen Glück auf.